Jo Leute, was geht? Maro am Start und damit willkommen zum neuen News-Video zu One Piece Pirate Wars 4. Es gibt ein paar neue Informationen bzw. neue Scans, nicht nur zu Pirate Wars 4, auch zu anderen Games, die wir gleich im Detail anschauen werden. Vorab, Freunde, die ganzen Scans wurden geleakt bzw. gepostet von Asashi, also die neueste Ausgabe der Shonen Jump Scans hat er gepostet auf Twitter, seinen Link-Kanal, den Link zu seinem Account auf jeden Fall in der Videobeschreibung, Freunde. Und so wie ihr es mitbekommen, Freunde, wurde jetzt Killer als DLC-Charakter mehr oder weniger halbwegs offiziell bestätigt. Falls ihr euch wundert, wenn ihr die Infos schon kennt, ich habe da diesbezüglich wegen den In-Game-File-Leaks schon mal ein Video gemacht. Habe ich jetzt aus Sicherheitsgründen offline genommen bezüglich dem, was jetzt passiert ist. Aber hier haben wir sozusagen nochmal das erste richtige Bildmaterial und hat auf jeden Fall gestimmt, dass Killer nach X-Drake am Start ist. Die Meinung in dem letzten Video ging da echt auseinander, was Killer angeht. Ich persönlich feiere es, wie gesagt, ab. Wir haben jetzt hier auf dem Scan, den werden wir gleich im Detail anschauen, den auf jeden Fall Killer im Vordergrund, im Hintergrund Kid. An sich erstmal mega nice, wie gesagt, dass Killer auch dazu gekommen ist, feiere ich persönlich. Ich weiß, viele hätten sich jetzt Killer nicht gewünscht oder finden es ein bisschen unlogisch. Ich finde es an sich cool. Wir sehen auch schon direkt das Outfit. Anime-technisch sollte das schon vorgekommen sein. Die Manga-Leser wissen Bescheid, dass Killer da mehr oder weniger vielleicht ja noch ein anderes Outfit haben könnte. Davon sehen wir jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob das eventuell vielleicht noch dazukommen wird. Ich denke mal nicht. Und wir haben an sich jetzt einfach mal ein paar Gameplay-Screenshots von Killer, die ganz nice anzusehen sind. Mit seinen Klingen und so rotiert. Sieht er auf jeden Fall nicht schlecht aus, muss ich sagen. Diesbezüglich glaube ich eher, dass Killer dann wahrscheinlich die Tage oder morgen der offiziellen Website von Pirate Wars 4 hinzugefügt wird. Dann hat man da nochmal die Gameplay-Screenshots in besserer Quali. Checkt gerne Social Media aus, da werde ich das wahrscheinlich dann auch posten. Was vielleicht noch interessant wäre, wäre der Typ von Killer zu erfahren. Steht jetzt an der Stelle hier nicht wirklich drauf, vielleicht wisst ihr da genaueres. Ich habe das Ganze jetzt nicht übersetzen können in Scan. Aber da X-Drake schon vom Speed-Typ ist, kann ich mir gut vorstellen, dass Killer einen anderen Typ haben wird als Speed. Wobei Speed zu Killer, finde ich, auch gut passen würde. Vielleicht aber auch was mal Richtung Technik oder halt einfach ein Power-Typ, Kraft-Typ. Ist auf jeden Fall interessant, Freunde, so viel da dazu. Jetzt gibt es noch eine zweite Info und zwar zu One Piece 1000 Storm. Ganz kurz dazu. Ich persönlich bin da nicht mehr aktuell. Da gibt es aber auch neue Scans und zwar haben halt Ruffy, Douglas, Bullet eine neue UL-Ulti bekommen, Sabo glaube ich auch. An der Stelle kann ich nur euch warmherzig meinen Discord-Server empfehlen. Grüße gehen auch raus an die Admins Aris und Sora, die sich da bemühen, news-technisch da aktuell zu sein. Also wenn ihr da Bock habt, auf 1000 Storm wieder reinzuschauen, gibt es gerade eine krasse Kampagne, 100 Stones und sowas. Aber wie gesagt, wenn ihr da nichts verpassen wollt, schaut auf jeden Fall im Discord-News-Channel vorbei. Da gibt es auf jeden Fall alle Infos. Und dann noch, Freunde, zu Jump Force, was auch interessant sein könnte für den einen oder anderen. Und zwar wurde nun Meruem von Hunter x Hunter als neuer DLC-Charakter hinzugefügt. Beziehungsweise wird er kommen, ich glaube, gegen Herbst soll der Release sein. Falls ihr mal wollt, dass ich in Jump Force reingucke, weil ich habe mir das auch mal wieder überlegt, wieder in Jump Force reinzuschauen. Es gibt inzwischen ein paar neue DLC-Charaktere, die ich auch noch gar nicht gespielt habe. Wäre das, denke ich mal, eventuell vielleicht für die Streams interessant, aber vielleicht auch für ein Video. Gerade mal die neuen Charaktere ausprobieren. Ich glaube, der letzte DLC-Charakter, den ich gespielt habe, war Kalber und der war schon relativ nice. Aber es werden ja auch noch mit dem neuen Season Pass weitere DLC-Charaktere hinzukommen. Auch aus dem JoJo-Universum bin ich auch mal gespannt, wen die da droppen werden. Und Meruem ist, glaube ich, so ein Charakter, den sich viele von Anfang an auch schon gewünscht hätten. Und jetzt ist er halt so gegen Ende, meiner Meinung nach, wie gesagt, ein bisschen zu spät dazugekommen. Aber immerhin ist er am Start. Und zum Abschluss gibt es noch zu Captain Tsubasa einen Scan mit der brasilianischen Nationalmannschaft. Freunde, Captain Tsubasa kommt Ende des Monats schon raus. Da werden wir auf jeden Fall einiges zu bringen, gerade im Stream-Bereich. Aber Freunde, ich will versuchen, diesbezüglich auch nochmal ein News-Video rauszuhauen, wo ich alle wichtigen Infos zu Captain Tsubasa zusammenfasse. Ich kann nicht versprechen, wann es kommen wird, sollte aber definitiv vor Release noch erscheinen, wo ich dann einfach alles Wichtige reinpacke, Freunde, was euch eventuell zu dem Spiel interessieren könnte. Und ja, ich freue mich schon drauf, Ende des Monats kommt das Ganze raus. Ich habe mir jetzt an der Stelle einfach mal die anderen sonstigen Infos einfach mal mit ins Pirate Wars 4 News-Video gepackt. Lasst mich gerne wissen, ob ihr in Zukunft sowas eher sehen wollt oder nicht. Vielleicht wäre das ja was für ein neues Format oder sowas, wo ich alle News zusammenfasse in ein Video. Genau, Leute, so viel dazu. Lasst mich gerne wissen, wie ihr darüber denkt, zu den verschiedenen Infos, zu den verschiedenen Games, was da eure Meinung ist, in den Kommentaren. Ansonsten war es das dazu, Freunde. Schaut, wenn ihr Bock habt, gerne heute Abend vorbei. Wir streamen ab 18 Uhr auf Twitch. Bisschen Dokkan, dann Fighters und am Abend gegen 22 Uhr gibt es dann das PlayStation-Event, was wir gemeinsam anschauen werden. So viel dazu, Freunde. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Maotoxi. Ciao.